Ein herzliches Hallo von mir an euch. Nicht diese Map, Leute. Wir starten in die Runde und meckern. Wie wir es gewohnt sind. Ja, cool. Was für eine Kacke ist das denn jetzt? Ja, ich wollte eigentlich gern, dass die Escape-Quote mit Lee bei 100% bleibt. Ja. Ich dachte mir nämlich, ich spiele einfach mal noch eine Runde mit ihr. Und zwar mit den Perks, die ich immer so mitnehme. Und dann habe ich gerade gesehen, die hat ja überhaupt noch gar nichts. Die ist jetzt Stufe 43. Aber ich habe mit ihr weder Flink, noch geliehene Zeit, noch Selbstfürsorge. Ich habe halt noch gar nichts mit ihr. Das heißt, ich muss noch einige Punkte in sie pumpen, damit ich da mal gescheite Talente bekomme. Also, Talente, die ich mag. Ne? Es ist ja, es gibt auch andere Talente, die eigentlich echt cool sind. Die spiele ich aber einfach nicht so oft. Und ich weiß nicht, warum er campt und warum die anderen einfach... Ja. Ja. Hätte ja klappen können. So, schwuppdiwupp. Sinkt unsere Escape-Rate mit Lee auf 50%. Ah, nach der Adept-Challenge war ich bei 100. Los, Cheryl, jetzt aber. Hopsa. Ist das jetzt sein Ernst? Why? Wie? Erstens, wie kommt der so schnell? Also, wie hat er mich so gehört? War ich so laut? Und zweitens, ich habe die Palette gezogen. Er war nicht direkt hinter mir. Und er kriegt den Hit trotzdem. Ich habe gehört, dass die Palettenstunts bei sind. Das habe ich durchaus gehört. Aber das, meine lieben Freunde... Nope. Was ist das für eine Lobby, by the way? Ich bin Rang 5, hallo? Wieso werde ich mit Red Ranks gematcht? Das verstehe ich nicht. So. Okay, Runde war scheiße. Ich mach direkt noch eine Runde. Ich fasse es nicht, wie der Freddy gerade Rang 1 sein konnte. Campy, Freddy... Der... Direkt wusste, an welchen Generator, also wo wir uns heilen wollten, der gezielt auf mich ging. Also, der Schlag geht durch die Palette. Ja. Gut, Runde ist abgehakt. Das ist DBD, by the way. Wir versuchen es nochmal. Vielleicht läuft es ja hier besser. Und vielleicht kann ich euch endlich mal den neuen Killer zeigen. Den hatten wir ja die beiden Runden bisher nicht. Also gerade mit Freddy und Spirit hatten wir am Donnerstag. Es ist der neue.
Oder? Die Animation sah gerade sehr weird aus. Ich glaube, ja, er wirft seine komischen Messer. Ja, das geht aber schnell. Dass sie verletzt ist. Haben die das angepasst? Als ich mir Streams angeschaut habe vom PTB, es hat doch viel länger gedauert, bis jemand verletzt war, oder? Und ich glaube, das ist die zweigeteilte Map. Wir müssen jetzt mal rüber auf die andere Seite. Aber erstmal meine Nase. Ja, wir müssen rüber. Wir haben jetzt zwei Generatoren auf der Seite gemacht. Los, gib mir jetzt Schlüssel. Oh, er hat das Ghostface... durchdringendes Zittern heißt es, glaube ich. Ich überlege jedes Mal. Barbecue? Wieder zurück. Was ist das denn für ein seltsamer Terrorradius? Ich kann ja gar nicht einschätzen, wo der ist. Verrückt! Da ist der! Da habe ich ja richtig was verpasst. Ich organisiere mir mal kurz eine Heilung. Ich habe gerade im Vergleich zu den Perks, die ich eben mit hatte, auch nichts geändert. Also ich habe ja auch nicht wirklich Punkte gemacht in der Runde eben. Das heißt, ich konnte sie auch nicht weiter leveln. Ich schaue direkt die Kiste hier rein. Er jagt die Schlange mit Beinen. Jetzt sind drüben alle Gems weg, oder? Haben wir drüben noch einen. Es wäre cool, wenn er Bill rüber folgt. Ja. Ach da. Sehr gut. Ja, dann haben wir halt keine Jagd bisher gehabt. Aber wir haben ihn mal gesehen. Er ist halt echt klein, muss ich sagen. Er fällt nicht wirklich auf. Klar, er fällt schon auf. Er hat diese quietschgelbe Jacke. Aber von der Körpergröße her fällt er nicht auf. Das könnte bei manchen Juke-Spots schon gemein sein, weil du ihn nicht siehst. Manchmal sieht man ja bei einer Huntress dann wenigstens den Kopf noch irgendwie, wo sie lang geht. Hier musst du dich halt dann voll drauf verlassen, dass du seinen roten Punkt siehst. Ja, war jetzt auch nicht die, also bisher, nicht die spannendste Runde. Aber ich kann auch verstehen, wenn er halt auch noch üben muss. Vielleicht hat er den Killer auch gerade frisch neu. Ich meine, wir sollten nicht erwarten, dass wir direkt Pros am Start sind. Es geht halt einfach nicht. Er hat keinen Nöt. Wollen wir nochmal hingehen? Hier hinten der Ausgang ist vorbereitet. Ausgang hier vorbereitet. Ich habe keine geliehene Zeit.
Wow. Leute, bitte sagt mir, ihr habt geliehene Zeit dabei. Wartet. Wir gehen alle hin. Mit Yui. Yui zieht ihn weg. Ja. Er kommt zurück. Sie hat Head-On dabei. Cool. So, ich möchte nicht sterben. Hallo, macht jemand auf? Ist jemand schon da? Hallo? Ah, tschüss. War schön. Das mit Head-On war richtig gut gerade von Mac. War nicht schlecht. Okay. Lobbys funktionieren. ja, wir sind rausgekommen. Wir haben nicht wirklich viele Punkte gemacht. 5000 Punkte gibt es fürs Rauskommen. Aber ich bin hier ein bisschen vorwärts gekommen. Ja, also erste Runde komplett fail, zweite Runde war okay. Wir hatten nicht viel Killer-Kontakt, außer jetzt am Ende. Müssten wir nicht eigentlich alle rausbekommen haben? Ja. Okay. Ich glaube, er hat den Killer noch nicht lange. Das ist okay. Das Chapter ist noch nicht alt. Von daher, ich glaube, er kann böse sein, der Killer. Ich bin aber gespannt. Ich muss noch ein bisschen gegen ihn spielen, damit ich da ein Gefühl für bekomme, wie ich ihm auch ausweichen kann, etc. pp. Das kommt mit der Zeit. Und jetzt, für heute, zur jetzigen Zeit, sage ich erstmal tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen mit einer Runde Killer. Wenn ihr Bock habt. Macht's gut. Tschüssi!